Wenn die Abgeordneten des Stadtparlaments während vergangener Sitzungen über Investitionen in den zentralen Schulstandort zu entscheiden hatten, ging es nicht selten um Millionenbeträge. Auf den entsprechenden Beschlussvorlagen sind dann viele Zahlen und gelegentlich auch Zeichnungen zu finden, so dass man sich zwar in der Theorie vorstellen kann, wie das Schulgebäudeensemble mal aussehen soll, aber... Bei uns war es wichtig, den Stadträten ganz einfach die Baustelle mal im Bauzustand zu zeigen, also sprich im Rohbau, um ganz einfach mal zu sehen, was passiert in diesem frühen Abschnitt des Bauens, wenn die Gebäude geöffnet werden, wenn neue Öffnungen hergestellt werden, andere geschlossen werden. Und momentan sieht man vielleicht eher noch die Großzügigkeit und vor allen Dingen den Aufwand der Arbeit, die dahinter steht, weil es ist ja so, die Stadträte beschließen ja letztendlich die Aufträge für die Firmen. Mitunter geht es um sehr große Summen. Und dann, wenn dann irgendwann alles fertig ist, die Stadträte kommen, dann sieht es schick aus, aber niemand weiß eigentlich, was für ein Kraftwerk an Arbeit dahinter steht. Und das war Anliegen, um es den Entscheidern auch mal zu zeigen. Dabei gilt es auch immer, den Terminplan für die Fertigstellung und die finanziellen Ausgaben bei einem so großen Projekt nicht aus den Augen zu verlieren. Was den Terminplan betrifft, wir wissen, die Schule geht offiziell ans Netz im nächsten Jahr zum Schuljahreswechsel 2020/21. Das heißt, wir werden mit Sicherheit die Baustelle bis dahin in der entsprechenden Qualität abgeschlossen haben. Was die Kosten betrifft, so sieht es bei dem großen Budget, was wir haben, immer noch recht gut aus. Es ist natürlich heutzutage schwer und ein Jonglieren. Und es ist vielleicht etwas komplizierter als früher, die Ausschreibungen zu führen und zu gestalten, um eben bei den gesteckten Kosten zu bleiben. Während des Rundganges durch die Baustelle konnten Oberbürgermeister Stefan Skora und die anwesenden Stadträte sich einerseits von den gut voranschreitenden Arbeiten überzeugen, andererseits aber auch ein Gefühl dafür bekommen, um was für einen Schulbaujuwel es sich prinzipiell handelt. Man sieht die drei Pavillons, man sieht die ehemalige Aula, das Hauptgebäude und den Erweiterungsbau. Und einfach schon beim Laufen merkt man, dass man doch ein paar Strecken bewegt. Also das ist das erste Erlebnis, die Größe der Schuleinrichtung, die im Grunde genommen ja auch davon lebt, dass sie nicht in die Höhe gebaut wird, sondern die Pavillons eingeschossig und die Hauptgebäude maximal zweigeschossig angelegt sind. Das war im Grunde genommen auch der Ansatz von früher, moderne Schule aus 1958. Wir sind jetzt inzwischen ja im 61. Jahr danach. Und was im Grunde genommen die Bauhausabsolventen hier aufs Papier gebracht haben damals, das war moderner Schulbau. Und an den knüpfen wir an. Wir nutzen ihn. Wir machen ihn noch etwas optimaler. Weil um auch die neuen Schulkonzepte unterzubringen und letztlich der Neubau mit den Lernlandschaften, mit den großzügigen, der folgt ja eigentlich dem Ansatz des Altbaus. Vom Wohngebiet aus nicht einsehbar ist die gestalterische Form des Neubaus, der nach der Fertigstellung garantiert als Hingucker des Objektes gewertet werden kann. Das Rondell, das wird dann der große Speisebereich mit Cafeteria, mit einer sehr großen Aufenthaltsqualität für die Schüler. Angeschlossen wird auch eine Terrasse sein, die dann im Grunde genommen den Übergang von innen nach außen auch für die Schüler auf sehr, attraktive Weise sichert. Und letztlich ist aber auch dieser Bereich so konzipiert, dass er durch Dritte genutzt werden kann. Denn wenn wir heute über Schule und Stadtteil reden, geht es einfach darum, beides zu verknüpfen. Also Schule ist im Stadtteil und der Stadtteil soll eigentlich auch an der Schuleinrichtung teilnehmen. Den am Baustellenrundgang beteiligten Stadträten jedenfalls gefiel, was sie zum jetzigen Stand der Arbeiten zu sehen bekamen. Dabei ist man, wenn es um das Errichten von Neubauten geht, noch nicht am Ende angelangt. Es fehlt noch die Sporthalle. Wir werden allerdings mit der Schuleinrichtung fertig sein und so kenne ich das vom Terminplan. Dann wird es wohl an die Sporthalle gehen. Gleiches gilt für die neue Erschließung. Da wird dran gearbeitet, dass die aber zumindest, wenn die Schule ans Netz geht, auch schon zur Verfügung steht. Und so werden die Damen und Herren des Hoyerswerder Stadtrates noch in so manch einer ihrer Sitzung die grüne Karte heben, um weitere Millionen für das Voranschreiten der Bauarbeiten des zentralen Oberschulstandortes freizugeben.